So, Stefan Kretschmer, einen wunderschönen guten Tag. Es ist unglaublich, was in Ausgabe 4 Kretsche schon wieder in dieser Liga los ist. Die beiden Aufsteiger, Balingen und Eisenach, haben schon 4 Punkte geholt. Gefühlt so viel, wie ich gedacht hätte, dass sie nach der Hinrunde haben. Nein, das vielleicht nicht ganz. Aber es ist brutal, wie die abliefern. Oben haben wir ja eigentlich 3 klare Meisterschaftsfavoriten auserkoren. Magdeburg schon 2 Minuspunkte. Flensburg schon 3 seit gestern Nacht, Kiel sogar schon -4. Wer hätte das bitte gedacht? Und ganz oben thronen Melsungen und die Füchse noch ohne abgegebenen Punkt. Kretsche, was ist bitte in dieser Liga schon wieder los? Es ist unglaublich. Schönen guten Tag erstmal, Herr Schmidt-Sommerfeld. ich mache mich natürlich nicht verrückt, weil ich das realistisch einschätzen kann, im Gegensatz zu dir, emotionalen Kommentator. Denn wenn man die Liga bewertet, vor allem oben, dann muss man sagen, dass die Top-Mannschaften ja schon gegeneinander gespielt haben und dort ihre Plus- bzw. Minuspunkte gesammelt haben. Allerdings, was den Abstiegskampf oder den vermeintlichen Abstiegskampf angeht, Eisenach und Baling, also Hut ab, was die bisher in der Liga spielen, wie die Liga auch teilweise aufmischen, das ist schon brutal. Danke für die erste Watschen am frühen Morgen, nehme ich gerne entgegen. Kretsche, aber ein paar Überraschungen gab es ja schon in diesen Top-Spielen. Ne? Ja. Vielleicht fangen wir chronologisch an und bleiben erstmal dabei, dass die Füchse Berlin, obwohl Stefan Kretschmer noch im Amt ist, ich hatte kurz Sorgen, Bob hätte dich rausgeschmissen, trotzdem gegen den SC Magdeburg gewonnen haben. Also wenn das der einzige... Moment, wie formuliere ich es jetzt am besten? Ich glaube, dafür würde er mich nicht rausschmeißen, aber es war tatsächlich ein Fluch. Also seitdem ich in Berlin bin, haben wir nicht gegen Magdeburg gewonnen und noch nie. Und das wird ja immer wieder thematisiert. Auch vor diesem Spiel gegen Magdeburg kamen wieder dieselben Fragen von den Journalisten. Jeder greift es natürlich auf, weil nicht nur ich hatte noch nicht gegen Magdeburg gewonnen, sondern Jaron Sievert, unser Coach, ja auch nicht. Was war denn diesmal anders, Kretsche? Ihr habt ja echt, also ihr habt sie ja fast schon dominiert, kann man sagen. Das war ja jetzt, das war hinten raus nicht mal mehr eng. Nee, also ich finde, dass wir unheimlich gut gekämpft haben in dem Spiel, dass wir sehr hart gearbeitet haben, vor allen Dingen Max Dari und Marsenic im Innenblock, aber auch Fabi Wiede habe ich wirklich wahnsinnig stark gesehen in der Abwehr. Und man muss auch ehrlich sein, weil zur Wahrheit gehören auch immer zwei Seiten. Magdeburg hatte an dem Tag auch wirklich keinen guten Tag. Also ich glaube, 15 technische Fehler und 21 Fehlwürfe, was Benno gesagt hat in der Pressekonferenz. Ich weiß nicht, wann Magdeburg das letzte Mal produziert hat. Glücklicherweise für uns an dem Tag, ja. Aber das habe ich auch zu Benno gesagt. Natürlich stehen auf der einen Seite die Fehler der Magdeburger, die sie machen und wahrscheinlich sonst nicht machen. Aber sie werden ja auch erzwungen bzw. provoziert durch eine sehr gute Abwehr und sehr aufmerksames Spiel. Und das hat unsere Mannschaft wirklich gut gelöst in dem Spiel. Und sie waren natürlich heiß wie Frittenfett. Kretsche, wer ist jetzt Meisterschaftsfavorit Nummer 1? Die Füchse oder Melsungen? Der aktuelle Tabellenführer ist doch immer der Meisterschaftsfavorit Nummer 1, okay. Oder nicht? Ja, jetzt mal ohne Witz. Oder kannst du die Tabelle nicht richtig interpretieren, Florian? Tabellen interpretieren tut bei uns nur einer und das bist du. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Ja, die haben auch ein beeindruckendes Torverhältnis von, ich glaube, über 20 sind es. Also da sieht man auch, dass sie alle Spiele souverän gewonnen haben. Das ist schon krass in Kiel. Ne? Das war ähnlich. Das war zur Halbzeit noch offen und ist dann sehr schnell Richtung MT gelaufen. Was wird da gerade anders gemacht? Was hat Parondo denen eingeimpft? Die waren mit 9 in Führung in Kiel. Mit 9. Also, ich meine, da können wir schon gar nicht mehr von Ausrufezeichen reden. Das ist schon ein Brett, was Melsung dort, vor allem, wie du schon sagst, in der zweiten Halbzeit auf die Platte gebracht hat. Was Parondo macht, und das ist der Unterschied zu den meisten anderen Spitzenmannschaften, jedenfalls die erfolgreich sein wollen und auch erfolgreich sind, er rotiert. Also, wir lassen unsere erste 7 ja fast durchspielen. Die Kieler haben ja auch eine erste 7, die Flensburger lassen Pütlik und Smits 60 Minuten fast durchspielen auf den Halbpositionen. Also jeder, der erfolgreich sein will, Benno ist so deutscher Meister geworden mit Magdeburg, hat seine erste 7 und die müssen. Ja. Und Parondo rotiert. Ja, jetzt war Kiel der erste Große, sagen wir mal so, in ihren ersten 4 Spielen. Aber er lässt zum Beispiel gegen den HSV dann auf einmal Martinovic spielen, der beginnt. Vorher hat immer nur Christopanz gespielt, tauscht er dann wieder im Kiel-Spiel. Man hat das Gefühl, jeder hat Selbstvertrauen und jeder hat schon seine Rolle in dieser Melsunger Mannschaft
Und was Sie auch selber in den Interviews sagen, Sie sind eine Mannschaft, Sie sind zusammengewachsen, Sie haben Mentalität bekommen. Okay, das lässt sich im Erfolgsfall immer einfach sagen. Aber A, wir haben jetzt einen Erfolgsfall, schon mal in Messung. Und B, Sie haben ein überragendes Torhüter-Duo. Und ich glaube schon, dass Sie mit Tsipos und auch Kristopans Charakter bekommen haben. Und das tut der Mannschaft offensichtlich gut, weil jetzt, wenn Sie dann auch noch Erfolgserlebnisse haben, das war ja die Gefahr für alle anderen Mannschaften, die Melsungen zwar auf dem Zettel hatten, aber die sie nie so richtig ernst genommen haben. Die Gefahr war, wenn sie auch mal Erfolgserlebnisse haben und Selbstvertrauen sammeln, dann haben sie natürlich einen Kader, der durchaus vorne mitspielen kann, Herr Schmidt-Sommerfeld. Ja. Ich bin da immer noch, ich freue mich total, dass die das so geil auf die Platte kriegen. Mit meiner Wette, ich bin ja kein Wendehals wie Buschi, was Bushido ihm um die Ohren gehauen hat. Das lasse ich mich mit mir machen. Deswegen, ich bleibe erstmal dabei. Was mir noch aufgefallen ist in dem Spiel, wahnsinnige Breite durch Jönsson links, dann ist innen viel Platz für den unglaublich schnellen Balenciaga. Und ich finde, was Parondo sehr schlau macht, ist, Cristopanz deckt dann auch mal nur auf halb. Am Anfang wurde mir erzählt, der wird nur Abwehr spielen, weil ja Martinovic Häfner da. Jetzt ist Häfner nicht mehr da und dann entlastet er ihn. Und du hast ja Tsipos schon angesprochen und Arnason mal im Mittelblock. Also was du schon angesprochen hast, der verteilt sehr klug. Kretsche, die Frau, die das in Melsungen ja alles möglich macht, angeschoben hat. Barbara Braun-Lüdicke. Was würde das für Barbara Braun heißen, wenn die jetzt wirklich durchreiten bis zur Meisterschaft? Oder was heißt vielleicht allein schon diese Erfolgsphase, die sie jetzt haben? Wollen wir nicht gleich bis zur Meisterschaft denken, weil das ist natürlich noch ein weiter Weg. Und genauso wie die Füchse haben die Melsunger noch keine Erfahrung mit der Meisterschaft. Wie du ja weißt, beide Mannschaften haben noch keine gewonnen, wissen also auch noch nicht so richtig, wie es geht. Aber für Frau Braun ist es natürlich überragend. Also ich meine, durch wie viel Täler musste sie eigentlich gehen in den letzten Jahren? Und immer wieder ein neuer Nackenschlag, immer wieder ein neuer Rückschlag. Das galt ja nicht nur für sie, sondern für den ganzen Verein, für alle Spieler. So. Und weil du Jönsson vorhin angesprochen hast, das war ja schon der Spieler, wo wir in den vergangenen Jahren auch immer gesagt haben, das ist ein Mentalitätsspieler. Arnason ist ein Mentalitätsspieler, Kastening. Und dann haben wir uns immer wieder gefragt, okay, sie haben natürlich Mentalitätsspieler auch geholt, die woanders Mentalitätsspieler waren. Und dann auf einmal kommen die in der Melsung und verändern den Charakter. Und jeder fragt sich, warum? Was ist da mit dem Ortseingangsschild in Melsungen los? Was passiert da mit dir als Mensch? Gibst du da irgendwas ab oder veränderst du dich dann? Ist da irgendwie so eine Konto zu Transformationsschleuse? voll, vielleicht auch einfach, ne? Irgendwas ist passiert. Irgendwas ist passiert, wenn du ins Ortseingangsschild Melsungen eintrittst. Und das ist jetzt anders. Jeder hat gesagt, okay, wenn die eine Kultur etablieren mit den finanziellen Möglichkeiten, die sie haben, dann sind die gefährlich. Und jetzt die Transfers, die Allendorf jetzt gemacht hat, zusammen mit Parondo, Balenciaga, Tsipos und Kristopans, das sind drei Spieler, die passen. Und die haben Mentalität. Vor allem Balenciaga ist schon beeindruckend, also wie er mit Kristopans spielt. Und wir haben es letztes Mal, glaube ich, schon besprochen, exemplarisch gilt für mich das 1 gegen 1 von Kristopans gegen Simon Ernst, wo Simon Ernst dann am Ende dasteht und sagt, ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Das ist 3 Meter groß und bewegt sich wie Gitzel. Übertrieben formuliert. Übertrieben formuliert. So, Da also, und er hat. hast du wieder eine Schlagzeile gelesen. Kannst du Und dir er hat sicher sein. eine riesen Wumme im Arm. Also, das ist schon eine ernstzunehmende Mannschaft auf jeden Fall jetzt. Gretsch, ich habe ja gerade von dir gelernt, es kommt ja aber auch immer auf den Gegner an, hast du mir eben beigebracht. So, Kiel muss man ja auch sagen. Zu Hause. Das Spiel ist ja noch alles okay. Viktor Szilagyi sagt in der Halbzeit bei uns, ja, vielleicht so ein paar weniger Ballverluste. Dann gehen die da raus, 0-5 Lauf. Machen dann wenigstens mal wieder ein Tor, dann steht es, glaube ich, minus 4. Dann habe ich so das Gefühl, okay, sehr viele Bälle geworfen. Jetzt haben sie sich aber, glaube ich, wieder gefangen. Dann legen die noch einen 1-6 Lauf hinterher. Und gefühlt stehen sie die ganze Zeit im Angriff bis zu einem Ballverlust. Ein, zwei Paraden gab es auch vom Tor. Die haben unglaubliche Bälle weggeworfen. Und eigentlich hat Melsungen ja lauter Dinge aufs freie Tor gehabt, ne? Egal ob 7 gegen 6 und dann 1-0 Konter gegen, wenn der Torwart doch noch drin war. So habe ich ehrlich gesagt den THW zu Hause, also zumindest mal lange nicht gesehen. Ich habe sie in Phasen in Flensburg auch so gesehen. Also da haben sie auch wirklich wieder so 10, 15 Minuten dabei, Anfang zweiter Halbzeit in Flensburg, machen sie 2 Tore in den ersten 15 Minuten. Also sie sind schon in einigen Phasen anfällig dafür. In Melsungen hat es tatsächlich dann eine ganze Halbzeit fast gedauert, nämlich die zweite, wo sie
viele Fehler gemacht haben, viele Abspielfehler gemacht haben, selber den Gegenstoß nicht sauber gespielt haben, das Torhüter-Duell verloren haben, muss man auch sagen. Also wenn du in dieser Liga das Torhüter-Duell verlierst, wird es schon für jede Mannschaft auch eng. Das ist die Grundvoraussetzung, um für einen Sieg in Frage zu kommen. So, ich glaube, nur 5 Paraden waren es bei Merkwar. Ne? Genau, ich will es nicht dramatisieren. Ja. Viele haben es schon dramatisiert. Daraus haben die Kieler natürlich auch Motivation gezogen und haben gesagt, so, denen zeigen wir es, wer uns nicht auf dem Zettel hat. So, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja. Aber in dem Spiel, man muss es sagen, Melsung war eigentlich auf allen Positionen besser als Kiel. Und das bei dem Kader von Kiel. Also die Analyse wird kein Kieler gerne hören, aber es war in dem Spiel so. Ja, und was machen Sie jetzt beim Torwart? Gerard fehlt ja noch länger aus. Ich glaube jetzt nicht, dass Magnus Bierfreund, auch wenn er mit dem Namen bei mir große Sympathien hat, direkt durchstartet. Und Merkwar, ein Landin ist er halt doch noch nicht, ne? Ja, aber Schmizo, da bewege ich mich in deiner Welt. Da habe ich nur gefährliches Halbwissen. Also ich weiß nicht, ob sie noch einen holen oder ob sie da jetzt die Füße stillhalten. Also man hört immer Gerüchte, dass ein Torwart aus der französischen oder dänischen Liga noch kommen könnte und Viktor kurzfristig da noch was macht. Aber ich weiß selber ganz genau, wie schwer es ist, zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt irgendwelche guten Spieler zu bekommen. Die gibt kein Verein der Welt gerne ab. Also das ist schon nicht ganz einfach. Der Druck in Kiel, du weißt, wie der Druck in Kiel ist. Wie lang kann man sich das überhaupt anschauen, jetzt mal hart gesagt? Wieso? Das ändert sich nächste Woche schon wieder. Du hast jetzt in Flensburg verloren, unglücklich, weil sie lagen 4 Minuten vor Schluss mit 3 Toren vorne. Mit 3 Toren, 27, 24. Das wollte ich dir noch fragen. Hast du diese Szene noch im Kopf, als, ich glaube, Ekberg und Winzek zusammen diesen 2-1-Gegenschuss, unglaublich, wie Smits da zurückrennt. Aber wenn die da das Tor machen, und normal machen das die beiden, dann ist das Ding doch durch, oder? Ich konnte das nicht glauben, dass das Spiel dann nochmal ihn wegleitet. Ja, wir können es ja noch auf die Spitze treiben. Wenn Skipper Goethe den letzten Ball reinmacht, ist es auch durch. Und er war knochenfrei zwischen 1 und 2. Also ja, so ist Handball, so ist unser Sport. Jetzt sind die Kieler die Deppen. 30 Sekunden vorher, er macht das Ding rein, wären die Flensburger die Deppen gewesen. Also das ist auch das Geile an unserem Sport, logischerweise. Macht sie auch aus, aber wie sich eine Gefühlswelt aufgrund von 30, 20 Sekunden komplett verschieben kann. Vom Fehlstart bis hin zur perfekten Situation am Anfang der Saison. Also, und nochmal, sie führen 27, 24, 4 Minuten vor Schluss. Dieser Gegenstoß, den du meinst, leider hatte in diesem Gegenstoß Patrick Winzig den Ball, der die Entscheidung treffen sollte. Patrick Winzig ist ein super Verwerter, aber er ist kein Regisseur. Leider hatte Patrick Winzig den Ball. Ich glaube, wir verstehen alle, was du meinst. Ball ist ihm so ein bisschen, glaube ich, an der Hand hängen geblieben. Kretsche, Gefühlswelt, ein gutes Stichwort. Jicha, also so laut und sauer habe ich ihn, glaube ich, noch nie gesehen wie in der Auszeit. Da ging es, glaube ich, ums Zurücklaufen, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, gegen Flensburg. Auf der anderen Seite bleibt er dann gegen Melsung ziemlich ruhig in der Phase, wo es ihnen wegschwimmt und wo sie es dann auch endgültig verlieren. Was glaubst du, was lastet gerade auf dem für einen Druck und wie geht Philipp Jicha mit solchen Situationen um? Gewonnen hat er alles über Jahre. Also er wird seinen Charakter ja nicht ändern. Er wird konzentriert und fokussiert arbeiten mit den Jungs. Er hat ja auch gesehen in dem Melsungen-Spiel, das ist ja in Kiel nie eine Einstellungsfrage. Also du wirst ja in Kiel nie die Charakterfrage stellen müssen, meiner Meinung nach. Weil das sind alles Spieler, die wissen, wo sie hinkommen, die wissen, zu welchem Verein sie kommen und was dafür nötig ist und haben das verinnerlicht. So. Aber man muss ehrlich sagen, und das ist vielleicht das viel Gefährlichere, sie könnten zu diesem Spiel nicht besser und sie haben wirklich für Kieler Verhältnisse auch verdammt viele Fehler gemacht. Ja. Und wenn wir auch noch mal ein Stück zurückgehen, auch in Balingen im Eröffnungsspiel war es ja 40, 45 Minuten schon auch noch ausgeglichen. Also auch die Balinger haben den Kielern ja Probleme bereitet. So. Sie sind anfällig in diesen Phasen, aber was Jicha als Stärke ist, er richtet halt seine Mannschaft so drauf ein, dass er sagt, es wird eng in der Liga generell, aber es wird die Phase kommen, wo unsere Phase halt ist, wo wir durchstarten und da müssen wir da sein. Und die Phase kam gegen Melsung nicht mehr. Ja. Das ist ja der große Unterschied. Aber ich glaube, er wird da jetzt nicht auf den Tisch hauen. Er muss seine Stammformation da auch finden. Die Leute, die performen, denn ehrlich, unser Superstar, den wir zumindest auch dazu gemacht haben und der eigentlich auch ist, Erik Johansson, hat in den beiden Spielen jetzt auch nicht überragend gespielt. Sowohl in Flensburg nicht, als auch zu Hause gegen Melsung nicht. Ja.
Aber vielleicht auch ein bisschen dann doch viel erwartet, direkt da so Regie zu führen. Ich war begeistert, wie gut er das gemacht hat. Jetzt in den letzten beiden hat man halt gesehen, dass er doch ab und an auch mal den Ball ganz frei zum Gegner schmeißt. Kretsche, was, glaube ich, die Liga gerade noch sehr umtreibt, ist dieses Thema rote Karten, Inflation, die blaue Karte, Smarason. Vielleicht mal erstmal zu den Zahlen. Wenn man es einfach nur vergleicht, direkte rote Karten, ich finde, die 3x2 Minuten muss man immer so ein bisschen rausnehmen, aber direkte rote Karten durch den Videoüberweis, sicher, wo man nochmal mehr Möglichkeiten hat, sich das anzugucken. Wenn wir die ersten 34 Spiele der letzten und der diesjährigen Saison nehmen, wir haben 13-6 rote Karten, mehr als doppelt so viele rote Karten. Kommt das vom Videobeweis oder wo kommt das auf einmal her? Meine Einschätzung dazu ist ganz klar. Der Videobeweis hilft uns und er hilft den Schiedsrichtern. So, wir sehen also jetzt auch Sachen, wo wir vorher gesagt hätten, okay, ist eine 2-Minuten-Strafe mehr nicht, weil wir uns nicht ganz sicher sind. Jetzt können wir uns das angucken und können uns dann sicher sein. Trotzdem, und da bin ich jetzt bei dir, 2-3 Entscheidungen waren zu hart. 2-3 Entscheidungen waren auch in meinen Augen falsch interpretiert. Mhm. Und dann war die Bestrafung zum Beispiel Kosina, Göpping gegen die Rhein-Neckar-Löwen, war für mich nicht rot. Marzenic in Leipzig war auch schwierig. Smarason blau zu geben, finde ich schon hart, muss ich sagen. Ich habe zwei Situation. Ich gucke es mir auf dem Handy direkt nach dem Spiel an, mit dem Präsidenten von Magdeburg und sage auf dem Handy, oh, das glaube ich jetzt nicht, dass das eine blaue Karte ist, das wäre mir jetzt zu wenig. Und dann gucke ich es mir zu Hause auf dem großen Fernseher nochmal an, in mehreren Zeitlupen und sehe dann schon auch den Schlag in die Eier. Ja. Ja. Und dann sieht es schon wieder anders aus. Findest also du wirklich bei Smarason, ich sag dir ehrlich, da war es für mich, der schlägt nach, und klar, das Standbild sieht saudoof aus. Ich finde, der schlägt nach dem Ball und landet in einer gefühlten 3 Millisekunden, landet er mal da unten, aber das ist doch in der Zeitlupe und dem Standbild völlig verzerrt. Also ich bin da immer noch bei 2 Minuten, ich bin nicht mal bei Rot, und bei Blau konnte ich es dann ehrlich gesagt gar nicht mehr verstehen, was Smarason angeht. Aber was bewerten wir denn? Wir bewerten ja nicht, was könnte er sich gedacht haben, oder wir bewerten ja nicht seine Intention, sondern wir bewerten ja den Fakt, was ist denn passiert? Was ist denn wirklich passiert? So, würde ich Smarason nie unterstellen, dass der irgendwas Böses vorhat oder macht. Das hat er, glaube ich, auch nicht in sich. Aber das muss ich ja nicht bewerten. Ich muss ja bewerten, was da passiert ist. So, ja. Und war es auch, trifft er bei seinem Schlagen nach dem Ball den Oberschenkel von Gitzel, dann redet gar keiner darüber. Also wenn es ein paar Zentimeter daneben ist, dann redet gar keiner darüber. Dann ist es ein Foul, nach dem Ball geschlagen und fertig. So. Aber Kretsche, da sind wir ja dann am gleichen Punkt bei Kosina. Ich war extra noch bei den Schiedsrichtern in der Kabine, weil mich das so interessiert hat. Und die haben mir erklärt, wir schauen uns das Bild an. Wir sehen, es ist ein Gesichtstreffer, deswegen Gesundheitsgefährdung. Und dann sind wir bei Rot oder gar nichts sozusagen, da gibt es keinen Korridor. So, habe ich wieder was gelernt? Das wusste ich ehrlich gesagt noch nicht. Und so verstehe ich auch deine Interpretation bei Smarason. Ich kann dir aber ehrlich gesagt nicht folgen. Natürlich, du hast recht, ich muss das Ergebnis bewerten. Ich würde die Intention aber schon mit reinnehmen. Weißt du, also sonst kann ich auch bei jedem Standbild, wo da einer einen ins Gesicht kriegt, sagen, ja gut, er trifft ihn ja im Gesicht, rot. Da muss ich mir doch auch immer anschauen, wie standen die zueinander, wie hart ist der Treffer, wo wollte er dahin, wie unglücklich war das? Da können wir noch stundenlang diskutieren. Ich sage auch die erste rote Karte gegen Danny Bayerns, Hamburg gegen Flensburg, Pütlik, konnten sich jetzt leider nicht im Videobeweis angucken, war auch keine. Also wir haben ja Emotionen, wir sind verwickelt in diese Sportart, wir gucken uns das auch mehrmals an und sagen, oh, das ist doch kein Rot. Und ja, die Tendenz ist so, wir bestrafen dort zu hart. Mhm. Wenn die Regel das aber so hergibt und du dich mit dem Schiedsrichter unterhältst und er dir das erklären kann, dass da gerade was passiert ist, nämlich dass ein Ellbogen im Gesicht gelandet ist und so weiter, ja, und sie das so auslegen, dann müssen wir natürlich unser Spiel verändern und das darf nicht passieren. Also wir müssen zum Beispiel ein Kreisläuferspiel verändern, wo der Ellbogen eben nicht mehr hier oben sein darf, sondern er darf nur noch hier unten angelegt sein und so weiter und so fort. Also das ändert natürlich dann im schlimmsten Fall auch unser Spiel. Und
Und da müssen wir in die Kommunikation gehen, auch mit den Schiedsrichtern logischerweise, weil wir denen ja auch helfen müssen, weil wir mit denen auch, sagen wir mal, in den Austausch gehen, dass beide Seiten zufrieden sind. Was ist gefordert, was ist gefragt, was ist möglich und was eben nicht. Ja, und wenn wir dann da sitzen und sagen, Alter, wieso hat denn der jetzt rot? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Der ist im Angriff, macht eine Sperre ganz normal und der rennt dagegen, fertig. Ja, wenn der Schiri sagt, Gesicht rot, immer, dann ist es so. Dann muss ich es halt nur wissen. Ich weiß es ab jetzt. Kretsche, noch schnell. Hättest du Smarason eingesetzt? Es war ja so, er war freigegeben. Dann hieß es aber, Vorsicht, weil wenn es einen Einspruch gegen diesen Freispruch gibt, dann könnte euch das ganze Spiel um die Ohren fliegen gegen den HSV, was Magdeburg mit 11 gewonnen hat. Hättest du ihn spielen lassen oder hättest du ihn auch draußen gelassen? Im Endeffekt hat Magdeburg ihn draußen gelassen. Das kann ich dir nicht sagen, Schmiede. Also es kommt darauf an, wenn du mich fragst, dann müsste ich ja darüber entscheiden, ob ich einen aus meiner Mannschaft rausgelassen hätte. Ich kann jetzt nicht für Magdeburg entscheiden. Und dann ist die Frage, ja, wer? Das also, meine ich natürlich. Gitzel. Wenn Gitzel eine blaue Karte bekommen hätte und wir hätten Recht bekommen, wäre ich das Risiko wahrscheinlich eingegangen, ihn beim BRC spielen zu lassen. Okay, das ist eine Ansage. Sehr schön. Kretsche, Freitagabend Melsungen gegen Stuttgart, Sonntag ist dann Füchse Berlin gegen Hannover. Dann sind wir vielleicht wieder ein Tick klüger am nächsten Dienstag. Gibt es alles live bei dein natürlich zu sehen. Dann sind wir wieder ein bisschen klüger, was den Tabellenführer und damit größten Meisterschaftsfavoriten angeht. Ich danke dir für deine Zeit. Hat Spaß gemacht. Alles klar, Schmizo. Dir auch einen schönen Tag. Ciao, ciao.